So stark die Gravitationskraft auch ist, die Natur hat dafür gesorgt, dass sie uns nicht bremst. Tagtäglich kommt es zu Wettrennen auf Leben und Tod. Newton hat drei Gesetze entdeckt, die für alle Bewegungen gelten und darüber entscheiden, wer diese Jagd gewinnt. Beschleunigung ist Kraft geteilt durch Masse. In ihren muskulösen Hinterbeinen hat die Löwin viel mehr Kraft als die Gazelle. Sie beschleunigt optimal und prescht heran. Bei Höchstgeschwindigkeit kommt es zu einer Art Gleichstand. Ohne Krafteinwirkung bewegt sich ein Körper mit konstanter Geschwindigkeit, sagt Newton. Aber auf Gazelle und Löwe wirken noch andere Kräfte. Neben der Gravitation werden sie durch den Luftwiderstand ausgebremst. Der schlanke Körper der Gazelle wird von dieser Kraft weniger angegriffen. Vorteil Gazelle. Das dritte Gesetz, Kraft gleich Gegenkraft, wird das Rennen entscheiden. Der schmale Huf der Gazelle sinkt bei jedem Schritt leicht ein, wodurch Kraft verloren geht. Die fehlt, um sich abzustoßen. Die breite Löwentatze hingegen kann 100% ihrer Kraft in Geschwindigkeit umwandeln. Und so holt die Löwin Schritt für Schritt die entscheidenden Meter ab.